Day trader life, change your mind. So, liebe Daytrader Live Community, da bin ich wieder. Hab einen Kaffee getrunken, bin wieder fit. Was ich euch in dem Video zeigen möchte, ist die Community Set-Datei vom Phoenix Harmonic. Und weil mich halt viele gefragt haben, weil es so viele Einstellungen gibt, was sind die besten, wie, auf welchem Markt, welche Einstellungen, welche Filter. Und ich habe dann dem Programmierer, also unserem Lorenzo, die Aufgabe gegeben, meine Set-Datei zu erstellen. Das hat er auch gemacht. Die ist auch sehr gut geworden, läuft auf H1. Im DAX habe ich sie auch auf M5, 15, 30 und so weiter laufen. Und habe mir halt noch ein paar Währungspaare ausgesucht und das Ganze mal durchlaufen lassen. Das machen wir jetzt mal. Genau so wollen wir das haben. Das ist halt die Set-Datei. Wir sagen jetzt Next. Jetzt scannt er einmal alle Märkte ab. Wir warten halt dabei, bis er fertig ist. Das dauert immer einen ganz kleinen Moment, vor allen Dingen, wenn man ein paar mehr Paare und Zeiteinheiten genommen hat, dann dauert der Scan manchmal halt ein bisschen länger. So, hier haben wir neue Formationen, ein Black Swan und ein Gartley. Einmal DAX H1, sehr interessant. DAX M30, auch sehr interessant. Fang mit dem H1 Black Swan mal an. Da hat er hier das Signal gegeben, ist halt sehr interessant. Den Stop sieht er bei 12.923 in etwa. Und ja, das Ganze läuft halt auf H1. Jetzt machen wir den wieder zu. Gucken uns den mal an. Das ist noch ein alter, den hat es natürlich durch die News jetzt komplett rausgebombt. Muss man nichts zu sagen. Der Trade wäre definitiv nicht aufgegangen. Außer man hätte hier vielleicht irgendwo, ich weiß es gar nicht, ob es von der Zeit noch hinkommt, halt einen garantierten Stop-Loss gehabt, wie bei IG oder sowas, da gibt es halt sowas. Ansonsten wäre man hier dicke abgeholt worden, aber man macht das ja auch nicht übers Wochenende. So, schließen wir das Fenster wieder und kommen zu den interessanten Sachen. Und das sind nämlich die ganzen Sachen, die schon abgeschlossen sind. Und da gehen wir jetzt einfach mal einen nach dem nächsten durch und schauen, ob die Community-Einstellung so für uns interessant ist. Und ich habe beim letzten Blick auf jeden Fall gesehen, für mich ist da viel dabei. So, ich fange mal mit dem ersten Chart an. Ja, da sehen wir hier den Einstieg, bullisches Signal, er sieht den Stop. Hier unten, der Kurs ist nicht annähernd an den Stop gelaufen, also der Trade wäre sauber durch alle drei Take Profits durchgelaufen und noch weiter. Aber das Weitere ist, sind die News halt von dem Wochenende. So, schließen wir das Ganze. Das ist wieder DAX M30, fast dieselbe Zeit. Dasselbe, dasselbe. Genau. Hier oben sowas H1. Das interessiert uns halt am meisten. Ich finde, die haben auch am meisten Potenzial. Ich klicke jetzt mal hier so durch. Euro, Great British Pfund, interessant. Wäre die Frage, hätte der hier oben den Stop ausgelöst oder nicht?
Ansonsten wäre der Trade eigentlich ab jetzt interessant. Gehen aber noch weiter zurück in der Zeit. Das war er hier. Und weiter geht's. Nehmen wir mal Head and Shoulders bärisch. Auch hier sieht man, bevor das Ding durchgestartet ist, hätte er zwei Take-Profit-Zonen mitgenommen, fast die dritte. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand die zwei Take-Profit-Zonen noch genommen oder nehmen hätte lassen, sondern eher dann hier abgesichert hätte oder so bei sowas. Gehen wir zum nächsten. Hier haben wir wieder was. Great British Pfund, Schweizer Franken. Den sieht er hier bärisch. Ist auch schon fast bis in die dritte Take-Profit-Zone gelaufen. Ich hätte ihn wahrscheinlich hier oben dann bei der zweiten aufgelöst, beziehungsweise hätte mich ausstoppen lassen. So. Dann zwischendurch können wir auch nochmal so lustig irgendwie hier sowas nehmen. Man sieht, der Trade wäre halt nicht aufgegangen. Was haben wir noch? Wir hatten gerade hier den 5-0, dann nehmen wir hier mal den Valentino. Das sieht schon wieder anders aus. Ja, da werden wir sogar im Dreier gelandet. Wir gehen jetzt trotzdem weiter nach unten, weil wir wollen uns eigentlich die H1 in größeren Zeiteinheiten angucken. 5-0 im DAX. Ja, wäre aufgegangen. Dann schauen wir uns hier den White Swan an. Was sieht er hier? Ist fast dasselbe Muster wie gerade eben, auch aufgegangen. Euro GPP, Deep Crab. Da ist wieder die Geschichte, er läuft halt in die erste Take-Profit-Zone. Kommt er zurück? Frage ist, was macht man? Hätte man nichts gemacht, hätte man spätestens hier oben bereut. Und tiefer ist der Kurs auch nicht wirklich gegangen als hier beim ersten Mal. Aber nichtsdestotrotz, dafür haben wir ja diese Take-Profit-Zone und ich denke, die Range von hier bis zur ersten Take-Profit-Zone, bis zur ersten Take-Profit-Zone ist schon recht ordentlich. Gucken mal weiter. DAX M15. Knappe Kiste. Aber wir sehen, Stop nicht berührt, bis in die zweite Take-Profit-Zone gelaufen. Nichtsdestotrotz eher ein unschöner Trade. Was haben wir hier? Jemand Trade, den hat es komplett zerrissen. So, hier wäre gar nichts passiert. Gibt es natürlich auch dabei. Ist ja nicht, dass hier jeder Trade aufgeht, aber verhältnismäßig habe ich mal durchgeschaut. Und hier im S&P wäre man auch abgeholt worden. Verhältnismäßig sind es doch recht viele Trades, die hier aufgehen. Na, die Short Trades im Moment nicht in diesem Aufwärts. Ja, Geballer hätte ich fast gesagt, aber gehen wir jetzt mal ein Stück weit runter, arbeiten mal von unten nach oben. Hier sind viele bärische Sachen und sowas gefällt mir halt. Und vor allen Dingen H1 und auch Währung ist nochmal eine Nummer besser, weil die Set-Datei ist eigentlich auf Währung programmiert, funktioniert aber auch prima im DAX, habe ich festgestellt. So. Also hier auch alle drei Take-Profit-Zone recht solide abgeholt. Dann gehen wir jetzt wieder ein höher. Da hat er den Weg hier erkannt. Genau dasselbe Spiel. Schön alles mitgenommen. Der hier war halt nicht so cool. Den hat er halt verloren. Hier dasselbe Spiel. Hier würde ich sagen, ja.
Es ist schon fast ein bisschen traurig, aber wenn man den Stop gewählt hätte, wäre es halt, ja, wäre man halt abgeholt worden. Nichtsdestotrotz, man kann den Phoenix natürlich auch prima mit den Tools, die wir selber haben, kann man den Phoenix prima noch filtern. Beispiel hier, er gibt hier das erste Signal, ja. Da ist, sind wir im überverkauften Bereich vom RSI. Jeder, der mich länger traden kennt, weiß, dass ich erst ein Freund eigentlich davon bin, zu handeln, wenn der RSI wieder aus diesem überverkauften Bereich rauskommt. Das heißt, hier war schon der erste. Das hier heißt, hier kommt er wieder raus. Hätte man das quasi so gefiltert, dass man hier unten erst gehandelt hätte, wäre man zumindest auf innen ausgestoppt worden. Und ja, das richtige Signal hätte man wahrscheinlich eher mit Markttechnik gekriegt diesmal. So. Zack. Ja. Progression, Regression, Progression. Regression, keine neue Progression. Ja. Und hier überschreitet quasi die bullische Progression die alte bärische Regression. Und damit sind wir eigentlich markttechnisch mäßig long und das sieht man auch. Wie gesagt, man kann sowas filtern, muss man aber nicht. Hier geht es eigentlich eher darum, einmal zu gucken, was hat er hier so ausgespuckt. Ich bin wirklich eine Menge Trades durchgegangen und da sehen echt sehr, sehr viele sehr gut von aus. Ja, auch alle drei Take-Profit-Zonen. Wenn man alle drei Take-Profit-Zonen abgeräumt hat, hat man, glaube ich, drei Trades, die man verlieren kann vom CRV her. Loss zu gehen. Gucken wir uns das hier auch nochmal an. Boah, das Ding ist ja Bombe. Also wie gesagt, es geht auch andersrum. Seine Explosion kann auch mal direkt ins TP gehen. Jetzt halt einfach irgendwie wahllos was raus. Auch genau dasselbe Spiel. Jupp. Hier wäre man auf jeden Fall halt abgeholt worden. Da macht er kurz vor der ersten TP-Zone, macht er dann halt Kehrtwende. Ich glaube, die Trader, die länger traden, hätten sich hier Break-Even oder ein bisschen im Plus ausstoppen lassen und dann wäre der Trade halt gelaufen. Das ist halt das Positive, man kann halt auch immer gut mit dem Tool, wenn der Trade erstmal gezündet hat, auf Break-Even setzen. Hier läuft er einfach mal stupide durch. Also hier wäre auch nichts mit Break-Even gewesen. Wir noch ein bisschen weiter hoch. Schauen, was wir hier noch alles so Schönes finden. Hier wäre wahrscheinlich das gleiche Spiel gewesen. Hier ist nicht viel mit Break-Even zu holen. Und hier sind wir schon wieder bei den 5-Minuten-Sachen. Aber man sieht, auch bei den 5-Minuten-Sachen funktioniert es häufig. Können wir mal ein paar angucken. So, war jetzt gerade den Shark, dann nehmen wir jetzt mal den Valentino. Ich weiß es nicht. Dann war einfach mal. Auch solide. Ja, interessant ist dann auch entstehende. Also er würde jetzt quasi hier unten, wo er den letzten blauen Strich gemacht hat, wenn der Kurs hier hinkommt, könnte er halt ein Bullish, was ist das, Bullish Black Swan, würde er dann zeichnen und dann wäre er auch aktiv. Ja, und dann würde der Trade, könnte man das Ganze traden. Also er zeigt quasi neue, entstehende und auch komplette. Zeigt leider immer nur die letzten, ich weiß es gar nicht. Das kann man, glaube ich, auch einstellen, wie viele Trades er da anzeigt. Ich finde es eigentlich ein super klasse Tool. Ich mag das total.
Und wenn man selber da noch ein bisschen nachjustieren mag, seine Märkte ein bisschen anpasst, ja, dann glaube ich, erzielt man damit auch recht gute Ergebnisse. Vielleicht das eine oder andere Signal nochmal mit einem anderen Tool prüfen oder filtern. Und dann hat man hier echt, also mit dem Phoenix Harmonix, ein super cooles Tool an der Hand. Vor allen Dingen hat man so viele Einstellungsmöglichkeiten, das ist der Wahnsinn, denn jeder, der das Tool hat, kennt die Einstellungsmaske und wird sich wahrscheinlich immer noch bei den meisten oder bei vielen Sachen fragen, für was es ist. Aber es liegt ja eine Anleitung bei, eine detaillierte, also von daher, wenn ihr euch die Zeit nehmt, die durchliest, denke ich, sind da keine Fragen mehr offen. Ich hoffe, euch gefällt das Tool. Und wie gesagt, das ist auch im Supporter-Paket mit dabei. Und ja, wie gesagt, das hier ist das neueste Signal. Wir werden sehen, wo das landet. Aber ich denke ja auch die anderen, ups. Ich denke aber auch die anderen Signale sprechen für sich. Also ist schon von der Häufigkeit, wo er trifft, das ist schon sehr beeindruckend, das ist deutlich über 50%. Und meistens ist der Stop mindestens so groß wie das TP1. Das TP2 nochmal ein bisschen näher dran und das TP3 ein bisschen weiter weg. Kommt darauf die Formation drauf an, da hat der Lorenzo das halt verschieden eingestellt. Ja, und für mich läuft es halt sinnig. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dem Video, beziehungsweise jetzt bei den Ergebnissen des Videos und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Webinar und wünsche euch einen guten Start in den Tag, beziehungsweise auch jetzt, ist ja gleich 8 Uhr, in die neue Trading-Woche, in die Session. Ja, fette Gewinne wünsche ich euch, unerträgliche Gewinne. Also, dann würde ich sagen, bis dahin, euer Lorenzo.